Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spore mit mir, dem Shadox. Okay, da machen wir mal weiter. Und wir waren das letzte Mal dabei stehen geblieben, dass wir uns eigentlich mit allen, sag ich mal, verfeindseligt haben. Und jetzt wollen wir eigentlich das Ganze wieder ein bisschen zurückschrauben, bis wir dann wieder richtig gutes Geld haben und gute Waffen. Und dann schlagen wir zurück mit allen Mitteln. So, untersuche die Lebensform auf Ardo. Okay, wo war nochmal Ardo? Oh Gottchen, Missionen. Ardo? Ardo ist da hinten. Sehr gut, Ardo. Ich komme. Oh. Hey, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hört auf, mir zu stalken. Was? Noch mehr? Oh, nee. Boah, ist das euer scheiß Ernst? Könnt ihr mich jetzt mal vielleicht in Ruhe lassen? Okay, ich glaube, ich muss da zurückschlagen. Das geht nämlich so nicht weiter. So. Jetzt habe ich erstmal Ruhe. Untersuche die Lebensform. So, das kann ich ja ganz einfach mit den Dings, glaube ich. Falls es eine Lebensform überhaupt hier existiert. Falls überhaupt eine existiert. Oh, was? Ich habe jetzt nur eine Pflanze gescannt und das war's? Ich finde es lustig, dass die mir erstmal hinterherfliegen. Und anschließend dann, nachdem ich zwei von deren Schiffe kaputt mache. Oh Gott, nee. Jetzt habe ich die wieder hier auf mich. Nein! Ah, ich kann kotzen! Flieg doch weiter. Kann ich nicht, achso. Hilfe! Hilfe! Okay, Moment. Schauen wir doch jetzt mal eben, wenn wir jetzt hier reinflattern. Dann zum einen nehmen wir Gewürz an uns. Reparieren. So. So, mehr wollte ich jetzt nicht machen, glaube ich, ne? Erstmal. Wir wollten unsere Mission hier. Da. Wir haben eine Mission fertig gemacht und die wollten wir jetzt, glaube ich, hier abgeben, oder? Der große Rat dankt dir für die gründliche Arbeit. Du bekommst das Belobigungszertifikat dritter Klasse. Na klar. Sollte mal. Dank deiner Abteilung wissen wir. Okay. Wirst du dem großen Rat Unterstützung und einen Vorrat an Misupi beschaffen? Na klar. Bin gleich wieder da. Beschaffe ein Misupi. Bring uns am Objekt. Bring uns das Objekt Misupi von Ardo. Okay. Absolut kein Problem. Ich muss da nur wieder hinkommen. Aber das Geile ist, ich habe mich so hier so krass verfeindseligt mit denen. Das heißt, die wollen mich nie hier vorbeilassen. So, dann greifen die uns ständig nämlich an, wenn ich hier vorbei sitze, Dingse. Und nein. Ich muss zu mir nach Hause. Ich muss erstmal zu mir nach Hause. Was ist denn hier los? Katastrophal. Warum greift ihr mich an? Die wollen einfach nur Beef haben. Ich kann auch rückwärts einfach fliegen. Bin ich auch schnell unterwegs. Muss ich mich nicht mehr drehen. Na, guck mal, da kommen wieder diese hässigen kleinen Schiffe an, ne? Die mich einfach so fett auseinanderdingsen. Guck mal, wie die mich einfach zur Seite drängen. Boah, hallo, ey? Jetzt beruhigt euch mal, ey. Meine Güte. Na toll. Ich brauche erstmal Hilfe, sonst kann ich nichts machen. So, eine Sekunde mal eben. Ich muss zu einem Partner erstmal hin. Und dieser Partner muss mich dann erstmal unterstützen, ganz kurz. Ist das freundliche Partner? Ich hoffe es doch. So, ich brauche deinen Reparaturservice. So, und ansonsten muss ich dann jetzt mal gucken, was ich da mache. Nimm dir Zeit, Diplomatie, Mission, nein, Geschenke an. Wir haben doch schon. Ach so. Handelsroute einstellen. Das wäre natürlich nicht so geil. Warte mal. Erstmal zurück hier nach oben. So. Boah, ich muss niesen. Wow. Das geht ja ab hier, das Niesen. So. Guck mal, du bist so ein ganz kleines, hässiges Pissfahrzeug. Ich mach dich locker fertig.
Lass meine Geschütztürme in Ruhe. Verdammt nochmal. Irgendwas folgt mir sogar hinten. Aber ich wollte jetzt nicht drauf achten. Oder ich achte da jetzt einfach mal nicht drauf. Guck mal, jetzt kommen nämlich diese miesen Penner wieder an und zerstören mein ganzes scheiß Schiff. Alter. Wenn die zerstören, würde ich mein ganzes scheiß Schiff, Mann. Geht mir das auf die Nerven. Nein! 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 Wow! Ich glaube, ich brauche auch manchmal diese Reparatursets einfach so. Geht ja mal gar nicht so. Ich brauche euch, liebe Leute. Ich brauche euch. Unterstützung brauche ich von euch. Reparatur brauche ich. Und aufladen. Guck mal, ey, wie teuer mir dieser Spaß einfach nur kostet. Einfach nur der, dass meine Base angegriffen wird. Das ist so teuer für mich. Oh, das nervt mich jetzt aber gerade übel. Was? Ey, wollt ihr mich verarschen? Ey, die haben eine Stadt von mir ausgelöscht. Verdammten Penner, ey. Boah, ihr könnt ausrasten. Oh, ja. Keine Ahnung, warum ihr mich immer noch so feiert. Ich meine, das war jetzt gerade echt mies für euch. Das war jetzt echt kacke für euch. Mein Gott, ich brauche hier noch eine... Nein, ey. Meine Kolonie wird auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht, dezimiert. Zumindest so ein bisschen. Warte mal eben hier bei uns im Planer. So, gucken wir doch mal. Hier machen wir da mal ein Geschützding hin. Warte, mehr kann ich hier nicht machen, ne? Kein Platz für weitere Gebäude. Ah, guck mal da. Ui. So, fliegen wir doch mal weiter kurz nochmal zu unserer Base. So. Machen hier Geschütztürme. Da. Da. Immer diese Melodie, wenn man was kauft. So. Ich hoffe, jetzt seid ihr da zumindest ein ganz kleines bisschen sicherer. Obwohl, perfekt ist nichts. Meine Nase fühlt sich komisch an. Okay. So, jetzt bin ich eigentlich eine ordentliche Route geflogen, um den eigentlich auszuweichen, den ganzen. Aber irgendwie kommen die mir trotzdem hinterher. Verstehe nicht, was sie von mir wollen. Ja, wenn ihr jetzt auch noch hier drauf kommt, dann muss ich euch leider, weiß ich nicht, gleich umklatschen. Ist das eigentlich euer scheiß Ernst? Wieso kommt ihr mir hinterher? Guck mal, ihr heult nachher am Ende rum. Oh, mi, unsere Schiffe hast du zerstört, weißt du? Aber selber gehen die ständig auf mich drauf. Voll die Idioten. Und vor allem, das sind richtige Hardcore-Stalker, ey. Die folgen mir einfach auf anderen Planeten sogar. Auf mehreren Sonnensystemen einfach mal. Warte mal. Das ist das, was ich brauchte, ne? Ja. Kaum zu fassen, ey. Das sind solche Säcke. Na toll. Geil. 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 Lass mich in Ruhe, verdammte Scheiße. So, zu mir kommt ihr jetzt nicht in mein Reich, oder was? So, wo wollte ich denn jetzt eigentlich nochmal hin? Wo muss ich die Mission abgeben? Da war ich, da muss ich jetzt hin. Ah, warte mal. Das sind sogar die, mit denen ich noch gar nicht so krass friendly war, ne? Genau. Oh, hier ist eine Belohnung. 120.000 $2. Boah, geil. Was geht denn bei denen ab, ey?
coole Sache auf jeden Fall, dass ihr... Ich weiß auch nicht, dass ihr mir so viel halt gibt. Was gibt ihr mir eigentlich so viel? So. Also wie gut ist unser Verhältnis gerade? Eigentlich ja, relativ, ne? 6 im Plus. Das ist nicht ganz so viel, muss man ja auch ehrlich zugeben. So, bitte nimm unser Geschenk an. Du hast uns gerade eh 100.000 Spot Dollars gegeben. Dann gebe ich mal 100 zurück. Und, dann möchte ich mit dir gerne eine Handelsroute eingehen. Da jetzt alles ordnungsgemäß geregelt ist, wissen wir gerne, worum es geht. Eigentlich geht es gerade um nicht viel. Eigentlich um nichts. Ne? Das wäre es erstmal. Moment. Stopp. Ich will wissen, was sich da befindet, da hinten. Der ist unbeansprucht, also darf ich hier gerne bestimmt hingehen und hier irgendwas klauen, was ich möchte, oder? So, ich will ja nur wissen, was es hier so Tolles gibt. Ah, was war das nochmal für ein Viech jetzt, was ich hier einsammle? Gesammelt Sahnetal. Klicke auf den Planeten und bestimme mit gedrückter Maustaste den Ausflug in Richtung einer Schokoladenschachtel. What the fuck? Meinetwegen. So, bei denen läuft, bei mir läuft auch. Gucken wir mal, das ist hier unsere Heimat. Hatte ich nicht auch noch eine zweite Heimat gemacht? Mit meiner Art, ein bisschen, so. Da vorne irgendwo, warte mal, wo waren sie denn? Geraudan. Ah, den haben sie mir wieder weggenommen, ne? Geraudan ist unbeansprucht, das ist richtig. Eigentlich ziemlich schade, weil das Klima an sich ist hier ja in Ordnung, ne? Guck mal hier, wenn ich hier gucke, was haben wir da? Habe ich hier so eine Kolonie-Dings an? Nein, habe ich nicht. Scheiße. Ja, guck mal, wir haben hier gute Voraussetzungen eigentlich. Kolonieslot ist ja auch noch. Ja, was mache ich also in dem Fall? Ich will eine Kolonie auf jeden Fall machen. Wie starte ich jetzt hier eine ordentliche Kolonie? Ich will das aber möglichst billig machen. So. Das sind hier unsere Kollegas. Zu unserem Gunsten, weil mit denen haben wir jetzt hier aber noch keine Dingsroute. Und zwar eine Handelsroute. Der Großrat fürchtet, dass es derzeit nicht klug wäre, Handel mit deinem 3 zu treiben. Du darfst bei Gelegenheit aber erneut vorsprechen. Okay, wenn ich weniger Handelsrouten habe. Wenig? Was ist denn? Was kann ich einfach nicht mehr haben oder was ist los? Handel? Ja, ich kaufe mir das, ja egal. Ich kaufe mir das Ding einfach. Aber ich finde es mies, dass ihr irgendwie keine Handelsroute mit mir eingehen wollt. Oder ist das Maximum einfach schon so erreicht? Naja, egal. Guck mal, mit denen habe ich aber auch keine Handelsroute. Das sind doch meine Leute hier vorne. Wieso habe ich mit denen keine Handelsroute? Diplomatie? Es sieht aus, als hättest du schon zu viele deiner Handelsroutenpunkte verbraucht. Noch mehr würde der Galaxie schaden. Und wir müssen die Schönheit unserer Galaxie erhalten. Okay. Ja. Da müssen wir einfach mal wirklich gucken, ne? Warte mal, danke, dass du mich empfängst. Hast du vielleicht eine Mission für mich? Brauchen bei unserer Aufgabe das Lebensmittel. Okay. Hört sich nicht schlimmer an. Mache ich aber notwendig. Was sind Panikkarten? Okay, wo findet sich? Ich nehme die Mission an. Bis bald. So, eliminiere die Infizierten auf dem Planeten Siebrin, okay. Muss ich das nur noch finden? Okay, ich habe es gefunden. Siebrin. Oh Gott. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich jetzt in euer Reich komme. Und auf eurem Planeten. Ah, da gibt es irgendeine Art, die man angeblich kaputt machen sollte. Auf Siebrin, die Infizierten. Ja, gute Frage, wo hier was Infiziertes ist, ne? Infiziert sehen die jetzt aber nicht so aus. Ja,
Ich sehe hier nichts Infiziertes gerade im Moment. Nicht gescannt. Woher soll ich wissen, wer denn so Dings ist? Scheiße, ich weiß ja nicht, welche Art hier infiziert ist. Das ist mein Problem. Ich sehe hier auch wirklich nicht, ob hier irgendjemand gedingst ist. Das ist mein Problem. Ich sehe es einfach nicht. Planeten Sibrin. Ich bin auf Sibrin. Aber ich sehe hier nichts, was irgendwie Probleme verursacht oder infiziert ist. Eliminiere die Infizierten auf dem Planeten Sibrin. Hä? Na toll. Außerirdische greifen mich an. Und ich sehe hier nichts Infiziertes. Ich bekomme auch keine Meldung darüber. Und ich gebe es auch nur diese Arten, die ich jetzt schon gescannt habe. Also entweder lösche ich alle aus oder gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe hier keinen einzigen jetzt getroffen. Super toll. Fliege und fliege und fliege und finde nichts. Und keine Ahnung, sorry, ich habe eure Mission einfach verkackt. Weil geht einfach nicht, tut mir leid. So. Und meine Heimat wird angegriffen und darum muss ich mich erstmal kümmern. So, und deswegen fliege ich jetzt einfach mal hier hin. Zu uns und... Ah, nee, die greifen die auch an. Was soll das denn? So, wo ist das Problem jetzt hier? Die killen mich einfach eiskalt, Mann. Ende der Übertragung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich gehe jetzt eh verstecken. Ach ja, macht das Spaß. Das ist ja geil hier. So. Die greifen hier an. So, da muss ich, fliege ich wohl hier hin, um einfach mal kurz Dings zu machen. Ich brauche Reparaturen und eine Aufladung. Und ja. Dann geht's zurück nach hier. So, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Die greifen zwei Arten gerade meine scheiß Heimat an. Das finde ich überhaupt nicht fair. Ich muss durchhalten. Ich halte durch, ich halte durch, ich halte durch. Ich weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt genau machen soll. Ich muss mich schon wieder reparieren gehen. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Ich bin irgendwie wirklich aufgeschmissen im Moment. Ich brauche Hilfe. Große, große Hilfe brauche ich jetzt im Moment. Reparieren, Handel. Energiezelle, na. Naja, wohl eher weniger. Guck mal, ich dachte, wir fangen jetzt ganz frisch wieder an hier und wir, weiß ich nicht, wir freuen uns wieder mit allen an, aber irgendwie, wir kriegen mich alle jetzt. Das finde ich jetzt irgendwie gerade sehr hässlich, dass mich jetzt alle bekriegen. Ja, und das große hier, das muss auch kaputt. Ich
Geh kaputt jetzt. So, irgendwas lebt hier immer noch. So, das Ding kriege ich auch noch locker kaputt. Und Tschüssikowski. Mein Gott, ey. Überhaupt kein Problem. Gib mir lieber ihr Handel und so. Oh Mann, ey. Jetzt gehe ich einfach mal den ganzen Stuff einsammeln, den ich hier verloren habe. Oder den die Gegner verloren haben. Ups, sorry. So, einen von meinen Peoplen habe ich hier hingepackt. Die beamen mich einfach mal wieder drauf. So. Irgendwo müsste hier noch mehr Zeug liegen. So, 3000 Sport-Dollar, das ist irgendwie voll wenig. So, hier ist noch mehr natürlich fallen gelassen worden. Ja, trotzdem ist der Angriff hier, die Angriffe werden hier aber irgendwie immer stressiger für mich. Aber auf jeden Fall, ich finde das richtig stressig. Alter, wie viel Zeug liegt denn hier rum, ey? Genug auf jeden Fall. Missionen. Ich möchte unser Reich vergrößern. Die Zeit ist reif, gegen ein anderes Reich in den Krieg zu ziehen. Die Ausdehnung unseres Reiches haben wir mehrere Möglichkeiten. Moment. Ich möchte mit Aliens gedingsen. Ich möchte neue Verbündete gedingsen gewinnen. Okay, ich tue mein Bestes. Wir werden dir nach einer erfolgreichen Rückkehr natürlich 10.000 Sportos auszahlen. Ach, verstanden. Tschüss. Verbessere deine Beziehung mit einem anderen Reich.